Verdachtsverletzung wurden. Nur durch das Ulmer am Gelände tanzen konnte dann die Parade in Nürnberg stattfinden. Vorsicht im Haus, da ist vor einem kommt der Lok, Vorsicht bitte. Hier ein Rad, das sind 2 Meter, das Rad hier. Die 3 Räder sind alle 2 Meter groß, genau 2 Meter, 2 Meter hoch. Ich bin hier direkt an der Pfeife. Da ist die Pfeife, ja. Thank you.
und dann die Treppen hoch. Aber dann siehst du, hast du das Modell auch mal sehr. Bitte die zwei freimachen. Vorsicht bitte in der Halle hier, wo die Lok reinkommt, stehen bleiben. Vorsicht, Lok, komm! Au, au!
Alter, schön. Eisen drauf. Also wir sind vor 7, 5, 3 machen. Bewegung. Bleibt mal hier bis zum gelben Strich. Wie beim Bahnsteigen. Ich nehme die dann von da. Nee, die daneben. Ja, die Zylinder sind natürlich kalt, das Teil, wenn die Lok steht. Und deshalb wird beim Anfahren erstmal mit Dampf die Zylinder warm gemacht, damit das Wasser dort nicht sofort kondensiert. Das würde zur Zerstörung des Zylinders führen. Deshalb fahren die Lokomotiven hier auch mit offenen Helmen an und deshalb kommt beim Anfahren viel Dampf raus. So, und jetzt können Sie schon alle, die hier zum Wasserkran stehen, das Leiste des Weimar, wir schwenken kurz rüber und dann kommt die Lok ans Wasser. Bitte gehen Sie hinter die Gelbstrecke zurück. Die Lok steht über. Und den Weg hinter der Dampflok bis zu dem Stehzaun komplett frei. Die Herrschaften, die da hinten an dem Stehzaun stehen, die können schon auf die andere Seite gehen. Schauen Sie mal hinter sich, so hinter Ihnen ist der Stehzaun. Thank you.
Ja, für die Fahrt nach Cottbus heute Abend. Da fährt ein ganzer Zug nach Cottbus. Oldtimer-Zug mit Beleuchtung. Jetzt kommt sie. So geräuschlos wird man da. So schön. So große drei Bretter, siehst du das? Was ist mit dem Lokschuppen? Die älteste Lok, Opa.
noch aus. Ja. 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 Ja.